In Alaska hat das längste und härteste Hundeschlittenrennen der Welt begonnen, der Iditarod. Rund 60 Teilnehmer fahren von Anchorage über 1600 Kilometer bis zur ehemaligen Goldgräberstadt Nome an der Beringsee. Die Strecke verläuft über zwei Bergketten, außerdem müssen die Sportler den zugefrorenen Yukon River passieren. Teilnehmer Nils erklärt, warum er diese Strapazen auf sich nimmt. Ich mache es aus Liebe zum Sport. Mit den Hunden und den anderen unterwegs zu sein, ist toll. Ein echtes Abenteuer. Das Iditarod-Rennen fand zum ersten Mal 1973 statt. Es war eine Hommage an eine Hundeschlitten-Expedition, bei der vor rund 100 Jahren Impfstoff nach Nome gebracht wurde. Das berühmteste Schlittenhunderennen der Welt dauert rund 10 Tage.